Hallo, mein Name ist Luca und ich bin relativ großer Pokémon-Fan. Das merkt man beispielsweise daran, dass das... Jedenfalls spielen wir heute Pokémon auf dem PC, allerdings Pokémon 3D. Ich habe noch keinen Spielstand, das heißt, wir klicken einfach mal auf neues Spiel. Start a new offline game. You start a game in offline. Da ist doch schon gleich Professor. Wie heißt der nochmal? My name is Oak. People call me Pokémon Pro. This world is inhabited by great creature. Wolf. Right, so your name is Luca. Ja, mein Name ist Luca. Okay, Luca, are you ready? Ja, bin ich. Your very own Pokémon story is about to unfold. Ich glaube, es geht los. Oh mein Gott. Es ist viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich verstehe zwar die Steuerung noch nicht so ganz, aber sonst ist eigentlich alles gut. Die Steuerung ist eventuell ein bisschen schwammig. Also ich kann so ganz normal rumlaufen. Allerdings, wenn ich einfach mal S drücke, dreht er sich einfach einmal im Kreis. Ich drücke S, der dreht sich einfach. Ich fühle mich gerade wie in so einem Shooter oder so, dass ich hier alle... Oh! It's a TV! Kann ich nicht auch theoretisch auf den Computer zugreifen und mir da wieder, Do you want to view the mysterious... Yes? Mystery event! There are no mystery events available at the moment. Diese ganzen Leute haben das Spiel unterstützt und zwar ist es echt ein cooles Projekt. Allerdings das Allercoolste daran ist eigentlich der Online... Meine Mama ist sehr pixelig. Der Online-Modus kann ich gerade nicht zocken, weil ich davon irgendwie keinen Spielstand habe oder so. Ich war beim Friseur, sieht man das? Ich weiß, es ist mal wieder zu kurz. Luca received Mom's number. Das war die Bedingung, als ich mein Handy bekommen habe. Ich kann hier Fernsehen schauen und kann hier durch Stühle durchlaufen. Hier ist unsere Küche, so ein ganz normales Pokémon Ash Ketchum Haus. Und jetzt... So. Hey, Tag. Yo, Luca. I hear Professor Arm discovered some new Pokémon. Yo, Luca! Ah, ich dachte gerade, ich könnte wirklich so cool rumlaufen, aber es ist wirklich so, ich kann mich nur zwischen diesen Fugen hier quasi bewegen. Aber es ist auch schon mega cool. Also, wir gehen mal, ich versuche mal einfach ins hohe Gras zu gehen, weil ich glaube, bei dem Pokémon... Übrigens, ich muss mal endlich zu Ende reden. Ich kann nicht online spielen, das Spiel ist eigentlich dafür ausgelegt, online zu zocken mit passender Zeit. Zeit passt echt gerade, weil es ist gerade dunkel. Aber halt online mit Freunden und so einem Scheiß. Wait, Luca! Hey, Tag, wer... Hey, Tag, Mister, was ich? Der Moment ist gekommen, in dem ich mir ein Pokémon aussuchen darf. Ich nehme einfach... Jetzt weiß ich auch, welche Edition das ist. Ich möchte Feuerriegel. Ja, da ist Feuerriegel. Ja, gib mir Feuerriegel. Feuerriegel. Yes. I think that's a great Pokémon too. Luca received... Cyndaquil. Das hört sich an wie ein Urin... Kalkreiniger, alles klar. Alles klar. Wir nennen das Feuerriegel um auf Feuri. Komm, okay. Und Freunde, packt Feuri nicht in Akinator-Fragen. Alles klar? Alles klar. Alles klar? Klar. Ja? Ja, klar. Wirklich? Ja, klar. Alles klar. Dann gehen wir doch jetzt mal ab ins hohe Gras und schauen, hey, Tag, was ich... Wieso spricht mich jeder Spast an? Ab geht's raus ins wilde Gras. So, hier, Neuborkia, so schön. Und jetzt kommen wir endlich dahin, wo ich schon endlich hinkommen wollte. Weil ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, der macht jetzt eine Pokémon-Serie. Ich könnte tatsächlich mal einen zweiten Part aufnehmen, weil es echt eigentlich ganz cool ist. Es ist halt nicht dieses normale Scheiß-Pokémon. Pokémon ist nicht scheiße, Luca. Aber es ist halt so Pokémon in 3D und das ist halt übelst nice. Oh mein Gott, ich bin so überrascht. Was kann jetzt nur... Feuerriegel verfolgt mich die ganze Zeit. Das Steuerkreuz erinnert mich ein bisschen an Minecraft. Oh, nee, das kann ich ja nur mit Zerschneider machen. So, guck mal, dann jump ich mal eben hier rüber. Als ob es sogar mit Beeren klappt in dieser Scheißversion, Junge. Wie geil ist das denn? Komm, ich spreche jetzt mal einfach diesen Typen hier an, damit ich euch mal zeige, wie das aussieht, wenn man hier kämpft. Hey, Tag. How are your Pokémon? If they're weak and not ready for battle, keep out of the... Ich wollte gerade gegen dich kämpfen. Ich will das Video nicht wieder so lang halten, weil ich nicht so viel Zeit habe zu schneiden gerade, ehrlich gesagt. Ich möchte einfach euch einen Kampf zeigen und möchte zeigen, wie cool diese 3D-Kämpfe sind. Feuerriegel, lass mal mit irgendwem hier kämpfen. Oh, ein Kampf. Da, schaut euch an, wie cool das ist. Wild Hoot Hoot appeared. Das ist,
Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ich glaube, das heißt einfach Hot-Hot, oder? Go Feury. Guck, und jetzt, wie nice das aussieht. Das ist einfach übelst geil gemacht. So, komm, wir machen jetzt mal Tackle. Das ist ja auch so typisch Pokémon. Welcher Dummkopf nutzt diese andere Attacke am Anfang? Was haben die immer irgendwie Tackle und Heuler oder Tackle und Silberblick oder sowas? Foresight. Ja, guck, das ist es nämlich. Boss Identified. Wow. Jetzt hast du eine bessere Trefferquote, aber du bist eh gleich tot. Feury gain 24 Experience Points. Okay, nice. Okay, das war jetzt so quasi der erste Kampf, den wir hier irgendwie... In welche Richtung müssen wir? Ich laufe jetzt einfach mal hier gerade. Och, als ob jetzt noch ein Kampf kommt. Wir versuchen das jetzt mal einfach zu fangen. Falls wir Pokebälle haben. 2 hours later. Keine Pokebälle. Es tut mir leid, Hut, aber dann muss ich dich leider besiegen. Ich glaube, da hinten ist sogar tatsächlich schon die nächste Stadt. Können wir irgendwie schneller laufen? Wo ist Feury? Hey Tag, was ist mit dir? Wer bist du denn? You're a Rookie Trainer. Ich bin kein Rookie Trainer. Nein, du brauchst mir nichts beibringen. Och, jetzt bringt mir der Spaß trotzdem irgendwas bei und ich muss dem... Hey, aber klar kann man da die Pokémon aufheilen. Bevor dieser Dummkopf uns hier noch viel länger alles Mögliche erklärt, was wir eh schon wissen. Freunde, das war's mit Pokémon Teil 1. Ich weiß nicht, wollt ihr einen zweiten Part? Ich will's eigentlich gar... Ich weiß, was ein Pokémon-Markt ist. Ich wollte das Ganze eigentlich nur so als ein Video aufbauen, so wie ich das von anderen Indie-Spielen mache. Och ja, danke, dass das Route 30 ist. Ich wollte das Ganze als so ein kleines Video aufbauen, wo ich euch kurz zeige, yo, es gibt Pokémon in 3D und das so ein bisschen so zeigen, so wow, voll cool. Hey, kann es sein, dass da die See ist? Alles klar. Jedenfalls hat es mir echt tatsächlich Spaß gemacht und man kann den Shit tatsächlich sogar speichern. Deswegen, wenn ihr vielleicht nochmal einen zweiten Teil sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder mit einer Bewerbung. Und dann schaue ich mal. Vielleicht mache ich auch keinen zweiten, wenn ich dann nicht nochmal Lust drauf habe, aber es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Dankeschön, dass du mir zeigst, dass es dein Haus ist.